Das ist ja gleich nämlich noch höher. Und das wird noch anstrengender, da dran zu kommen. Jetzt habe ich mit der Reihe angefangen, dann mache ich die Ebene jetzt auch erstmal fertig. Zumindest in den Bereichen, wo noch Sandstein liegt. Also das da ignorieren wir gerade erstmal. Gucken. Eigentlich möchte ich den Hügel hier heute noch in Sandstein kriegen. Das sollte dann eine Kiste auf jeden Fall sein. Wenn wir den Sand noch mit umwandeln, kommen wir da wohl auf anderthalb. Aber erstmal möchte ich noch mal einmal die Öfen mit Sand füllen. So, am nächsten Tag nehmen wir uns dann den großen Hügel hier vor. Der ist mir sowieso ein Dorn im Auge, weil der so mittendrin zwischen zwei halbplanierten Zonen steht. Wieder viel Stein auch mit. Aber wie schon erwähnt, ich will das jetzt hier nicht so unsauber dann stehen lassen, wie so ein Trümmerfeld. Das ist einfach nicht meine Art. Wenn, dann baue ich eine ganze Ebene ab und nicht nur die Flecken, die ich auch wirklich brauche. Ob wir die Ebene heute noch wegkriegen. So. Ja, ich denke, das schaffen wir, die Ebene hier wegzukriegen. Platz ist noch ein bisschen.
Ich glaube, wir werden gleich trotzdem erstmal in eine etwas wüstigere Wüste ziehen, um Sandstein zu farmen. Denn irgendwann möchte ich den auch mal zusammen haben. Und wenn wir hier so weitermachen, dann wird das dieses Jahr absolut nichts mehr. Tja, es ist dunkel. Haben wir es nicht ganz geschafft. Macht aber auch nichts. Die Fläche ist fertig. So, dann schnappen wir uns noch mal das Zeug hier. Sand. Sand. Sand, Sand, der Rest ist Sandstein und Kies. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit sollten wir hinkommen. Ein Bett, etwas Nahrung. Und dann geht's los. So, dann erstmal zum Friedhof. Am 19.11. sind wir gestorben. Wie viel ist heute? Na, gib mir ein Datum, der 23. Ach ja, Freitag hatte ich aufgenommen, genau. Creeper, 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 Wächter. Ziemlich viele Creeper-Tode dieses Jahr. Das
Skelettpferd steht hier immer noch. Und das wird auch so schnell nicht abhauen. Na, jetzt gibt mal ein bisschen tieferes Wasser. Jetzt eigentlich noch am Schwimmen? Oh, war mehr in der Luft. Ja, nennt sich eher Fliegen. Also ich persönlich würde es Fliegen nennen. Ja, das sieht doch schon sandiger aus dort. Ja, hier ist auch scheinbar nur Sand. Egal, den kann man zusammendingsen. Such dir mal eine gute Stelle fürs Lager. Am besten irgendwo mittig hier. Na, da vorne zum Beispiel, da wo es grün ist. Bei dem Bambus da. Kannst du mal alles abladen. Oder von mir aus auch hier. Ja, natürlich wird auch hier wieder ein bisschen Dreck kommen. Wir müssen einfach mal gucken, wie wir das am geschicktesten machen. Dann fangen wir doch mal an. Hier ist eins zu tief, flach. Das heißt, ich brauche einen Eimer hier. Ist ja doof. Das heißt auch, dass ich wahrscheinlich alles wieder zuschütten kann. Schnell einen Eimer her. Hab ich hier irgendwo. Ja, ich glaube. Auf deiner Hardmode-Insel hast du einen stehen. Gerade aber auch gar nicht drauf geachtet, ob das Wasser jetzt zu flach ist. Das hatte ich komplett verdrängt, dass es diesen Bug hier gibt. Naja, so lässt sich auch erstmal einfacher abbauen. Und Dreck können wir dann ja hier drin.
Wir machen das jetzt so, die gelben Kisten füllen wir mit Sand. Sobald die voll sind, wird der Sand in Sandstein umgewandelt. So. Ist doch schon mal ein Anfang. Den da noch holen. Tinte einsammeln, wenn sie sich schon so freiwillig anbietet hier. So. Und dann gehen wir doch erstmal das Wasser hier muss auf jeden Fall stehen. Irgendwie seltsam, oder? Was nehmen wir als Müllkiste? Ich würde sagen, die rote. Eine der roten. So, dann gucken wir doch mal, dass wir erstmal einen Eimer kriegen. Manchmal sind diese Dinger aber auch fest. Also entweder auf der Hartmutinsel oder in dem Loch. Wo gucken wir zuerst? Da ist eigentlich egal ist. Ich würde jetzt fast mal sagen, im Loch ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und so viel zu, es gibt keine Lichtbugs mehr. So, hops und rein. In unserem Schmugglerversteck. Und Volltreffer. Nur ich habe keine Eimer mehr drin. Das ist jetzt aber doof. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da gerade so viele ausgedingst. Da kann ich keine mitnehmen. Das heißt, die Eimer sind alle in Beschlag. Das ist doof. Naja, müssen wir hoffen, dass wir drei Zombies töten, die uns einen Eimer geben. Hier irgendwo durch. Sieht nicht danach aus.
Alternativ gibt es die Hoffnung, dass hier noch ein Eimer ist. Was ich nicht glaube. Da hier alles leer ist. Dieses Huhn ist wirklich erstaunlich fleißig. Also fahren wir schnell zum Hafen, gehen vom Hafen zum Lager, machen uns dort einen Eimer. Fahren zurück und gucken, was passiert. Da lang geht, glaube ich, schneller. Dass wir dieses Boot da gebaut haben. Dann schauen wir mal. Hier sind alle voll. Wann sieht das denn so aus, das Spawn-Ei? Da haben wir noch Gold. Da. So, und dann wieder zurück auf dem gleichen Weg. Das war's, nee. Mein, der Tier. Südironien, ja. Ja, das war auch schon alles Wüste hier. Zur Not kann man hier auch noch ordentlich was rausholen. Aber erstmal soll die Landwasser da hinten eh abgetragen werden, von daher ist es sinnvoll, dort anzufangen. Und so haben wir immer noch ein paar Notreserven hier liegen. So. Jetzt gucken wir da erstmal, wie wir das hier zum Laufen kriegen. Ich meine, da reicht es eigentlich einfach, hier einen auszukippen. Nö. Doch.
Nur hier irgendwie nicht. Nehmen wir die Landmasse hier mal kurz weg. Dann können wir nämlich diesen Fluss hier erstmal entlang arbeiten. Jetzt muss ich sowieso erstmal mit dem Dreck gucken. Da, wo ich den Fluss kaputt gemacht habe, muss ich ihn jetzt ja wieder reparieren. Weil sonst haben wir das gleiche Problem wie da vorne, dass das alles nicht richtig überdeckt wird. So, jetzt sollte es eigentlich ganz gut klappen. Wir testen das mal. Nehmen wir noch mal ein paar weitergehen. Ja, füllt sich doch ganz gut. Und hier. Na gut, dann gehen wir doch erstmal hier entlang. Huch. Ich glaube, den Dreck, den ich jetzt im Inventar habe, den behalte ich da auch erstmal. Denn davon werden wir wohl einiges brauchen hier. Immer wenn mal so eine Lücke da kommt. Gegenüber den Steinen macht Sandabbau doch richtig Spaß. Setzen wir uns erstmal so einen Endpunkt. Da es jetzt hier mit Stein losgeht, hier gibt es auch, glaube ich, gar keinen Sandstein. Ach doch, hier gibt es doch ein bisschen zumindest. Machen wir erstmal bis da.